Kampf Nummer 7, wir gehen danach direkt in die Pause, aber jetzt genießen Sie bitte zwei Kämpfer im Cage. Hier Applaus bitte für Kevin Hansson und Robert Dimitrios. Second Sound, Betreuer aus dem Ring, Second Sound, please. Ring frei, Runde 1, First Round. Cheyenne Güker gibt den 7. Kampf des Abends frei bei WLF MMA 49 hier in Stuttgart in der Karl-Benz-Arena. Und da stehen sich gegenüber Kevin Hansson aus Minden gegen Robert Dimitrios aus Hartheim bei Freiburg. Und Hansson in der ganz schwarzen Short, der größere Mann. Dimitrios schwarz-rote Short, der kleinere und sicherlich muskulösere. Ich kann mich noch an Hansson erinnern, er hat auch bei einer früheren Veranstaltung von Wheel of MMA gekämpft, damals gegen Erik Schmidt, und da hat er zum Ende der ersten Runde einen schönen Knockout gelandet. Also der Mann hat auch Fähigkeiten im Striking, das braucht man nicht zu sagen, wenn man ihn sieht, wie man dann seine Bewegungen sieht. Und ich denke auch, dass das jetzt hier der Gameplan sein wird. Er wird versuchen, Dimitrios auf Distanz zu halten, sich nicht treffen zu lassen hier von dem kleinen, kräftigeren Mann. Und Dimitrios wird wahrscheinlich gleichen Gameplan verfolgen wie Fatih Aydin hier im letzten Kampf, obwohl er hier nicht so vehement zu sein scheint. Das ist ein ruhigeres Abtasten von beiden aber auch. Ja. Also da ist noch kein großes Risiko zu erkennen. Jetzt ist er mal rangegangen, Dimitrios. Kommt durch. Beide immer mit der Linken, immer in Bewegung, immer so ein bisschen am Vorpendeln, am Stochern. Ohne da richtig Druck zu machen. Jetzt die Rechte von Hansson, die aber drüber fliegt. Ja, ganz anderer Kampf als davor. Viel, viel ruhiger. Der stampft da einmal auf. Ja, das ist, damit leitet er eine Finte ein, oder möchte eine Finte wohl einleiten. Ja, 2 Minuten, das ist kaum was passiert. Wir haben, glaube ich, zweimal einen Schlagabtausch gesehen. Und Dimitrios greift hier um die Beine von Hansson herum. Hansson macht sich, das ist es eben, wenn man zu lange in dieser Clinch-Situation verbleibt, dann ist es halt meistens so, oh, schön, runtergemasselt, würde man so sagen, dann richtig runtergearbeitet, da war nicht viel Technik, er hat einfach versucht, ihn runterzuziehen. Aber das ist das, was er wollte, was sicherlich auch absehbar war, dass er sich daran arbeitet. Und Robert Dimitrios, der muss gucken, dass er enger Mann ist, egal ob im Stand oder jetzt am Boden natürlich. Kevin Hansson kriegt die Anweisung, er soll ihn drehen, also den Gegner drehen. Aha, aus dem Publikum, also. Das sind immer die Fragen, ob die Anweisungen aus dem Publikum, ob die so valide sind. Die Halle hier, die Karl-Benz-Arena, ist ausverkauft und wir können es wirklich sagen, nur Fachleute. Nur Fachleute. Beim Fußball würde man sagen, hier sitzen nur Bundestrainer. Und Ex-Weltmeister. Aber andererseits sind es auch begeisterte Leute hier, die Zuschauer. Jetzt sind sie ein bisschen ruhiger, weil sie sehen, der Kampf, da ist... Es ist ruhig, das verläuft jetzt gerade so, dass man genau schauen muss, was machen die beiden da. Ja, Robert führt hier einen sehr taktischen Kampf. Allerdings, er sollte auch hier schauen, dass er die Innenbahn kontrolliert. Er hält ihn zwar am Boden, aber es passiert ja nicht sehr viel. An ihm nicht sehr wohlgesinnter Schiri. Hansson hat auch den rechten Arm von Robert Dimitrios eingeklemmt. Muss ich jetzt mehr oder weniger nur der Linken erwehren, die Robert dann auch so einsetzen kann. Schön. Ja, und so geht die erste Runde dahin, ohne jetzt große Höhepunkte. 1 Minute haben wir noch, damit einer ein Zeichen setzen kann. Aber ich denke, die Bodenkontrolle von Robert wird, denke ich mal, das Ausschlaggebende sein. Ja, bisher ist nicht viel mehr passiert, muss man dazu sagen. Da war eine Rechte am Anfang von Hansson. Das ist mir auch die Frage der Zeit, bis der Schiri das hier aufstehen lässt.
Er schaut ganz genau hin. Cem Gökçe. Guckt, geht rum, sucht sich wieder eine andere Position, dass er noch dass er einen Einblick hat. Ja, ich denke, viele Schiris hätten hier schon längst aufstehen müssen. Aber wann soll er unterbrechen? Es ist ja Aktion da von beiden. Ja, aber es ist jetzt keine Aktion da. Also Robert müsste versuchen, richtig zu schlagen. Jetzt sehen wir langsam richtige Schläge, ja. Oder versuchen, an den Beinen vorbeizukommen. Und Kevin müsste aufzustehen. Wenn keine, also in diesen 2 Minuten, in denen sie da unten waren, ist keine kampfentscheidende Situation heraus entstanden. Also keiner hat wirklich versucht, es nach vorne zu preschen. Hier sehen wir nochmal kurz die Highlights. Hier das auf dem Boden stampfen. Siehst du das? Boom! Das war als Finte gedacht, um hier den Einstieg zu wagen. Und hier greift er schön hinten rum. Allerdings Hansson verteidigt das erste Mal ganz gut. Und hier wirklich nach unten gearbeitet. Boom! Stark gemacht. Ist sicherlich schwer, nach dieser Runde Höhepunkte so aneinander zu schneiden, denn so viel gab es gar nicht. Gibt uns vielleicht kurz die Möglichkeit zu sagen, was ist denn der Unterschied? So Leute, in die Hände geklatscht, haben wir die Punkte bewegen, bitte. Zweite Runde, denkt frei, Runde 2. Am Boden sind auch keine Ellbogenstöße erlaubt und auch keine Tritte zum Körper. Auch nicht zum Kopf. Sollten wir später mal diese Situation haben, in der es zu so etwas kommt, dann können wir die Zuschauer natürlich auch zu Hause darauf hinweisen. Naja, Hansson findet langsam sein Mittel. Und immer wieder mit dem Low-Kick. Und Dimitris stürmt nach vorn, schnappt ihn sich und wird sauber abgekontert. Oh, er kann da schön in die Guillotine hineinlaufen. Oh, und jetzt ist Hansson oben. Hat er schön gemacht. Das scheint so eine Technik zu sein, auf die Hansson gerne geht hier. Ah, jetzt ist er in einer Art Darth-Choke drin. Er ist in einem Darth-Choke drin. Das heißt, er umgreift hier mit seinen langen Armen, ist prädestiniert für diese Technik. Den langen Arm umgreift er Arm und Kopf von Dimitris. Und jetzt ist er richtig tief drin. Das hat er zu. Oh. Und er flutscht da raus, Robert Dimitris. Ploppt daraus. Sehr glücklicher Umstand. Wie der Sektkorken aus der Flasche kommt er da aus dieser Umklammerung. Holt 2-3 Mal Luft und jetzt muss er selber Aktivität entwickeln hier. Köln hat hier lautstark Unterstützung aus Minden mitgebracht. Die braucht er auch. Er hat einen Submission-Ansatz hier, aber ansonsten sieht es für ihn hier unten recht schlecht aus, muss ich sagen. Gegenzug macht Robert Dimitris auch nicht viel aus seiner Situation. Müsste jetzt sicherlich da mal ein bisschen mehr Gas geben. Und wirklich versuchen, was Zwingendes hinzubringen. Ab und zu, da versucht er so einen Schlag. Ja, also er hat die erste Runde definitiv verloren in meinen Augen. Und Dimitris ist dabei, gerade auch die zweite Runde mit klaren Vorteilen abzuschließen. Also wenn Hansson hier noch als Sieger vor der Halbzeitpause von Wheel of MMA 49 hier aus dem Ring, aus dem Käfig steigen möchte, dann muss er jetzt hier machen. Und hier hat jetzt der Schiri abgebrochen. Obwohl hier fast mehr zu sehen war als jetzt zum Ende der ersten Runde, muss ich sagen. Oh, schöner Wurf. Hansson tauchte drunter, Dimitris wuchtete die Rechte ins Leere. Oh, und da könnte er was Wunderbares draus machen. Er könnte nämlich den Würger von Hansson ausnutzen, um selber einen Würger anzubringen. Aber die Technik ist ihm nicht bekannt, der Fun-Flu-Choke. Weil Hansson ist hier in der komplett falschen Position, um hier einen Würger anzubringen. Ich habe so das Gefühl, er ist mit dem Boden wirklich nicht so vertraut. Da wird er nicht warm, Kevin Hansson. Zumindest nicht hier mit Robert Dimitris. Der ist hier der stärkere Mann am Boden. Jetzt in einer wunderschönen Position drin. Isoliert jetzt Arme. Oh, und jetzt wird er ihn bearbeiten. Jetzt wird er mit der rechten bearbeiten. Ja, macht er sehr gut. Jetzt von hier aus kann er ungespitzt hineinschlagen. Braucht jetzt viel Kraft von Kevin Hansson, hier wieder rauszukommen. Kann auch froh sein, dass hier keine Ellbogenstöße zum Gesicht erlaubt sind. Was er immer wieder macht mit seinem langen Unterarm. Oh, schön. Drückt ihn weg, aber hat sich vorher auch immer so ein bisschen drüber gewurstelt und konnte dann die Schläge von Robert Dimitris immer ganz gut abwehren. Also richtig hart einstecken hat er nicht müssen. Kostet brutal Energie.
Hat ihn eigentlich ganz gut. Und wieder ploppt er ihm raus. Oh, und da haben wir einen Submission-Ansatz von Dimitrus. Er müsste den Ellbogen neben den Kopf platzieren. Den rechten, ja, jetzt ist es gefährlich. Oh, schön von Kevin Hansson. Hansson befreit sich. Oh, und jetzt landet er nach oben in der letzten Minute. Das kann jetzt wirklich die ganz spannende, die entscheidende Minute werden hier in diesem Duell. Ja, aber Kevin Hansson jetzt, der steht da auf. Hansson müsste jetzt nochmal stark kommen. So, jetzt müsste aber wirklich im Stand ein Feuerwerk abbrennen. 40 Sekunden hat er noch. Er liegt hinten. Ja, eine Einzelaktion kann es aber schon. Und Dimitrus wird warten, bis vielleicht eine lange Hand kommt, wird runter durchtauchen und versuchen sofort wieder Hansson zu Boden zu bringen. Der macht zu wenig. Kevin Hansson, der muss mehr arbeiten, wenn er noch was rumreißen will hier. Oh, genau Wahnsinn! Genau das. Wow, darauf hat er gewartet. Wahnsinn. Wow, da zeigt er es an. Da war Schluss mit lustig. Wow. Im ersten Kampf Ende der ersten Runde geholt, hier Ende der zweiten Runde. Wahnsinn. Was wird sich Robert jetzt ärgern, dass er den Kampf noch mal hat nach oben bringen lassen. Was wird er sich ärgern? Kevin Hansson reißt das Ding wirklich hier noch mal rum in der letzten halben Minute. Richtiger High Kick. Schauen Sie ihn. Zack. Im Rückwärtsgang. Wahnsinn. Er hätte auch gar nicht mehr, glaube ich, nachsetzen brauchen. Das hatte so eine Wirkung. Da war Robert Dimitrus sofort Knockout. Kevin Hansson gewinnt hier auch seinen zweiten Profikampf und auch seinen zweiten Profikampf durch Knockout. Noch einmal hier in der Zeitlupe. Und Robert Dimitrus, es tut einem fast leid, das sagen zu müssen, der läuft ihm da auch ein bisschen rein. Ladies and Gentlemen, wäre eine Gelegenheit, beiden Kämpfern zu applaudieren, wäre gerechtfertigt. Kevin Hansson, Robert Dimitrus, war eine ordentliche Rauferei. Meine sehr verehrten Damen und Herren, wir haben Referee Stoppage. Zweite Runde, 4 Minuten 40 Sekunden. Grund dafür war ein High-Kick zum Kopf, dementsprechend ein TKO. Der Sieg geht an Kevin Hansson.